Herzlich willkommen auf Marios Channel. Heute machen wir so eine Art Salami-Knacker, aber auch schon so eine kleine Vorstufe zur Salami. Deswegen benutze ich auch hier Sauerkrautsaft als Starterkultur. Ich möchte keine große Größe benutzen, sondern eine ganz normale Bratwurstdarm oder Schafsdarm benutze, um mal zu sehen, wie schnell die abtrocknen. So, wir benutzen jetzt Schweinebauch. Den tun wir schön in wolfgerechte Stücke würfeln. Die Schwaden davon hebe ich mir auf. Damit mache ich einen Schwadebrei oder benutze sie zur Leberwurst. Aber das könnt ihr im nächsten Video sehen. Dazu benutze ich noch Schweineoberschale und diese tun wir auch in wolfgerechte Stücke würfeln. Wir benutzen insgesamt 2,5 Kilogramm Fleisch. Jetzt kommen wir zur Gewürzmischung. Da habe ich jetzt genau 18 Gramm frischer Knoblauch, 4,81 Gramm Paprika, 0,50 Gramm scharfe Peperoni. Die habe ich selbst gemahlen und selbst getrocknet. Dann habe ich hier Puderzucker, das sind genau 7 Gramm. So, dann kommen wir zum Salz. Wir benutzen heute Pökelsalz, das sind ganz genau 55 Gramm. Dann haben wir hier Maquisblüte, das sind 5 Gramm. Könnt ihr auch Muskat benutzen, wenn ihr das nicht habt. Dann habe ich noch 2,5 Gramm Piment, 5 Gramm Koriander, 1 Teelöffel Kümmel und 12 Gramm schwarzer Pfeffer. Dazu benutzte ich noch Ascorbinsäure, das sind 0,5 Gramm. So, was wir noch benutzen, das ist hier Sauerkrautsaft Bio, kriegt ihr eigentlich überall zu kaufen. Das ist ein Test wieder heute, das möchten wir ausprobieren, wie das wird. Warum Sauerkrautsaft? Das ist voll mit Bakterien, mit Starterkulturen. Es ist auch sehr gut für den Magen, sehr lecker. Klasse. Und das kommt noch dabei. Das Fleisch wurde jetzt nochmal gut angefroren und jetzt geben wir die Gewürzmischung dazu. Nachdem, wo das Fleisch gewolft ist, geben wir unsere Starterkulturen drüber. Das Fleisch sollte jetzt gut vermengt werden und sollte eine gute Bindung haben. Danach formen wir das Fleisch zu Bällen, um keine Luft in die Därme zu bekommen. Auch solltet ihr im Füller das Fleisch etwas nachstopfen. Thank you.
Die Würste wurden im Keller aufgehangen, für einen Tag genau, und die Temperatur lag ungefähr 20 Grad. So, diesmal habe ich schon ein bisschen früher angefangen mit dem Räuchern, um das auch mal auszuprobieren. Vorher habe ich mehr erst geräuchert, wenn die Würste so ein bisschen fest geworden sind. Und diesmal habe ich sie gleich, also nach dieser Anreifezeit, mal in den Räucherofen gehangen, um zu sehen, wie dann der Unterschied ist. So, nun kommen wir zum Räuchern. Die Würste wurden geräuchert mit Kaltrauch, das heißt bis 22 Grad, 2, 3, 20 Grad maximal. Und wie ihr seht, so sehen sie jetzt schon aus. So, wie ihr schwer erkennen könnt, hier habe ich Rinderkranzdarm eingefüllt als Salami. Und daneben dran ist eine mit Bratwurstdarm. Die haben sich auch schön zusammengezogen. So, die Würste sind jetzt in verschiedene Temperaturen gereift. Über Nacht war es ein bisschen kälter. Ich schätze so um die 16 Grad. Ich hatte mal einen Tag dabei, waren es 14 Grad. Aber über Tag war es dann doch schon ein bisschen wärmer. Aber trotzdem sind sie gut abgetrocknet. Man kann es auch sehen. Und so habe ich sie auch gern. Ich habe sie jetzt natürlich jeden Tag mit Wasser besprüht. So oft wie es gegangen ist. Manchmal auch bis 5 Mal. Und was ich dazu noch gemacht habe, ich habe immer ein nasses Handtuch drüber gehangen. So, wie ihr seht, ich habe noch ein paar Knackwürste. Die sind auch ganz klasse geworden. Und da werdet ihr später auch noch einen Anschnitt davon sehen. Wie ihr seht, es sind alle schön zusammengeschrumpft. So möchtest du auch haben. Die Knacker, die sind jetzt schon soweit, sind die schon fertig. Ja, die sind knibbelhart. So mag ich sie gern. Wie ihr vielleicht jetzt dann hier erkennen könnt, das sind ganz normale Salzablagerungen vom Pökelsalz. So. Dann tun wir als erstes mal die Knacker mal anschneiden und mal gucken, wie die innen aussehen. Die Salamis zeige ich euch später, die müssen natürlich noch hängen. So, ich habe ein bisschen Sprachprobleme vom Programm her und habe jetzt schnell mal ein Mikrofon angeschlossen. Also hier könnt ihr jetzt nochmal diese Knackwürste sehen. Dann mache ich mal einen Anschnitt. Die sind wirklich fantastisch geworden, hammerlecker auch. Nur sehen sie außen halt nicht so aus wie die gekaufte. Man kann aber auch hingehen, kann es ein bisschen abreiben außen, diese Salzkruste, was da noch ist, vom Pökelsalz. Und kann es ein bisschen mit Öl einreiben, dann sehen sie halt auch schön aus. Als Salami habe ich das gemacht. Die sind eigentlich alle als Salami gemacht. Nur halt, dass das jetzt hier ein größerer Darm ist, ein Bratwurstdarm. Aber wie ihr erkennen könnt, das hat sich auch alles super zusammengezogen. Als nächstes Video kommt Fischbratwürste. Sind unheimlich zusammengeschrumpft, was ich nicht gedacht habe. Ich habe mal Salamis gemacht, die haben sich so schön zusammengeschrumpft und die waren so lecker. Und diesmal ist es mir wieder geklappt. Also wirklich super Ergebnis. Das waren allerdings diese auch, die ein bisschen mehr Temperatur gekriegt haben, weil ich beim Nachfüllen das Räuchermehl richtig gestopft habe und haben dadurch eine ganz andere Farbe bekommen. Und ja, da sollte man auch drauf achten, auf die Stopfung. Also umso leichter das gestopft ist, umso schneller brennt es ab, umso höher ist eure Temperatur. So, hier nochmal ein kleiner Einblick, wie sie geworden sind. Und hier halt nochmal die Salami. Ist auch super geworden, kommt auch gleich ein Anschnitt noch. Also alles nicht schlecht geworden, muss ich sagen. Ja, seht ihr ja, wie die sich richtig zusammengezogen haben. Und die sind schön richtig abgedürrt. Ich mag sie halt lieber, wenn sie ein bisschen fester sind. So esse ich sie lieber. Und ja, so sehen sie jetzt ganz zum Schluss aus. Die haben jetzt nochmal im Kühlschrank gelegen, ein paar Tage. Und die reife dann auch noch nach im Kühlschrank. Und ich habe jetzt noch ein paar liegen, die werden immer besser. Also links seht ihr jetzt dann diese Salami. Auch vom Anschnitt her ganz gut. Mit der Luft muss ich besser stopfen noch. Vielleicht ist der Wurstfüller auch nicht das Richtige, ich weiß es nicht. Gut, dann ich sag mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.